Wir sind jetzt wieder zurück von der Salzwüste und cool. Ja, und uns gefällt es hier so gut, dass wir das, unseren Aufenthalt hier in Purmamarca noch verlängern wollen. Wenn es klappt. Ja. Wir hoffen, dass es jetzt klappt. Genau, deshalb müssen wir erst, wir haben schon. Ja genau, und jetzt gucken wir, dass wir heute noch... Welche Seite? Gehen wir auf die andere Seite. Entschuldigung, ich habe einmal für dich weitergeredet. Und wir müssen halt das Hotel, was wir in Salta noch gebucht haben, absagen und dann hier noch verlängern das Hostel. Deshalb wird es ein bisschen kompliziert. Und ich habe meine ganzen, also wir haben unsere ganzen großen Taschen in Salta gelassen und jetzt ist mein Kameraladekabel da auch noch. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel ich noch filmen kann, weil ich habe nur noch zwei Akkus mit 20%. Ja, sonst filmen wir einfach mit meinem Handy weiter. Ist dann halt nicht so eine geile Quali, aber geht ja auch. Hey, ja, das machen wir. Ja. Gut. Also wenn die Qualität irgendwann sehr viel schlechter wird, dann wisst ihr warum. Thank you.
sagen. Wir sind noch nicht sehr pros. Ja, genau, stehen. Okay. Nee. Aber wir sind noch nicht, wir sind noch am Üben. In einem Tag oder zwei Tagen kommt dann auch der Anfang. Ja. Das war ein bisschen spannend. Okay. Und da sagst du und ich singe, ne? Ja. Okay. Du bist gemocht, kriegst den Mann, machst ein Kind, doch dein Kopf bleibt leer und dein Herz bleibt leer. Du machst dir Vorwürfe, warum du nicht glücklich bist und glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht. Du suchst nach Wärme, willst ihre Liebe binden, doch durch dieses Binden willst du wahre Liebe niemals finden. Du gibst und gibst darauf, bist du stolz, doch dieser Stolz ist so faul wie das Holz. In einem Haus, welches dir Lächeln verspricht, dass es dich beschützt, während es über dich zusammenbricht. Du triffst einen Jungen. Es hätte fast gepumpt. Doch Heidi Klum hat leider zu viel Scheiße in dein Herz gepumpt. Denn du schämst dich für das, was du bist. Doch das, was du bist, ist das, was du vermisst. Denn du bist die wichtigste Person, die du hier treffen wirst. Der einzige Mensch, der dich jemals retten wird. Also hör auf, deinen Körper zu verschanden. Du willst Leuten gefallen, die dich scheiße behandeln. Und du bedankst dich noch dafür, dass dich jemand sieht. So was braucht der Mensch, der ständig vor sich selber flieht. Ich weiß nicht mehr, wie da weiß ich auch nicht, wie es weitergeht.